Ja, hallo zusammen zur letzten Folge für diese Woche einer relativ mal wieder frustrierenden Runde, wenn es ums Thema Loot geht. Hallo. Toll, da war es schon zu spät. Das meine hätte man sich sparen können. Ja, frustrierend, aufgrund der habe ich, wer es regelmäßig guckt, in der letzten Folge schon gesagt. Das ist insofern frustrierend ist, dass man echt nur Loot findet. Und selbst mit einer Loot-Mod ist das nicht wirklich besser geworden. Kann man nicht sagen. Hallo Freunde. Ey, was war das denn schon wieder? Alter, ich kann nicht mehr so ganz viel ab. Oh, da ist mal was gedroppt. Stärke, ja gut, dann sind die sowieso für uns wahrscheinlich völlig uninteressant. Warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht so genau. Einfach weil ich es konnte. Mana-Überschuss oder so. Ich wollte einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen angeben. Muss man als Magierin ja auch, muss man als Magierin ja auch mal. Alter, langsam hier reicht's, ne? So oft kann man noch gar nicht auf die Fresse kriegen. Toll. Lass das. Der Leichenkönig stirbt jetzt auch aktuell relativ oft. Und meine Gifte, wie soll ich sagen, meine Giftresistenz ist auch gerade ziemlich für den Arsch, habe ich so den Eindruck. Ach ja. Das läuft ja wie Tüt. Hallo. So, da fällt auch einfach um. Ist alles echt nicht prickelnd, oder?
um nicht zu sagen, dass es weiterhin Kacke ist. Aber gut. So. Alter. Du brauchst mehr Energie. Ach, brauche ich das, ja. Danke für die Info. So. Weiß nicht, irgendwie ist das gerade so ein bisschen frustrierend. Man hat so das Gefühl, man tritt auf der Stelle. Das ist jetzt echt gerade so. Kein Vorwärtskommen bemerkbar. Die Items, die man findet, sind nicht für mich, sind nicht für unseren Char geeignet. Bringen uns also kein Stück vorwärts. Gehen wir doch mal hier rein. Einfach, weil wir es können. Platz mehr. Ach ja, war ja zu erwarten. Na gut, gehen wir verticken. Irgendwie bin ich hier falsch. Das ist falsch. Dann dahin. Halt die Fresse. Nope. Nope. 120 Rüstung, 5% physischer Widerstand, Durchschlagswiderstand, 10 stärker, 10. Was? Es ist zum Beispiel wieder was, ist zwar von der Rüstung her ganz nett, aber bringt uns jetzt mal gar nicht nach vorne. Ne. 22 Rüstung, wahrscheinlich kein 100%. Puh, ja, nee. Ab der Herrin der Nacht. Geschwindigkeit sehr langsam. Entweder 59 Feuerschaden oder Kälteschaden oder Blitzschaden. Auf jeden Fall Blitzschaden immer scheinbar. Ich weiß nicht. Ich glaube, damit mache ich auf jeden Fall weniger Schaden. Ja. Habe ich mir
Euro gedacht. Was ich zu einem Schuhwert sage, kann sich jeder überlegen. Ja, ist auch schon wieder so ein Ding. Erfordert Stärke 290. Das ist aber ein Set-Item, das müssen wir nicht wegschmeißen oder verkaufen. Ach, das ist doch alles Scheiße. Plus 2 auf. Ja, bla. Bla. Ja, ist auch nett, aber. Nee. Wir finden jetzt zwar deutlich mehr grüne Items, aber overall ist das doch auch alles für den Arsch. Auf Wiedersehen. Nichts, was wir brauchen können. Hast du Ein Unsterblicher. Ich kann dein Blut riechen. Das ist schön, dass du das Ich kannst. erinnere mich an das Leben. Ja, es ist schon lange her. 5 Schadenspunkte mehr. Selbe. Das ist schon wieder so bla halt. Das ist nichts. Ach Ein ja. Berg. Frustrierend, frustrierend, frustrierend. Ist irgendwie gerade. Sieht auch schon wieder so aus, als wenn die Höhle hier gleich zu Ende ist. Ah, es geht eine Nummer tiefer. Ah. Man lasse mich in Ruhe, bitte. Aua. Der hat mir auch meine beiden Begleiter weggemacht, der Hund. Oh. Ein Schlag und er hat meinen Begleiter in die ewigen Jagd geschickt. Hat ja auch lange genug gedauert. Aber das hier ist auch schon wieder eine Frechheit. Lilaner Boss. Geheimnis was. Hä? Was war das denn jetzt? Okay. Warum auch immer das jetzt. Warum auch immer er mir das nicht angezeigt hat. Ich weiß es nicht. Das hat Palim Palim gemacht und das war es dann auch. Gut, hier haben wir zumindest noch eine Quest erledigt. Gut, ihr Lieben, dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Ich beende die frustrierende Aufnahme. Hoffe mal, dass es in der nächsten Woche besser wird. Bedanke mich auf jeden Fall. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.